Brüder und Schwestern in Christus, mit Maria ist es seine Sache. Es ist nicht einfach, sie anzuschauen und dabei auch gleichzeitig den Eindruck zu bekommen, dass sie eigentlich kein richtiger Mensch war. Sie war ja vor der Erbsünde bewahrt, so konnte sie auch Entscheidungen treffen, zu denen wir meistens nicht fähig sind. Ohne irgendwelche großen Komplikationen konnte sie das Ja sagen, als der Engel sie um ihre Meinung fragt, warum sie am Werk Gottes teilnimmt. Und so schaut man sehr oft zu Maria hinauf mit seiner komischen Vorstellung, dass das, was sie in ihrem Leben erreicht hat, für uns sowieso nicht vorgesehen ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, das heutige Fest zu feiern. Weil dass Maria in den Himmel aufgenommen ist, bedeutet vor allem eines, dass es für dich und für mich möglich ist, den Himmel zu erreichen. Maria hat sich in nichts von dir und von mir unterschieden. Ist genauso ein Mensch wie du und ich. Und sie hat's geschafft. Die ist die Erste, die ist das Zeichen für uns alle, dass es möglich ist, das, was Christus verkündet hat, in unserem Leben zu verwirklichen, das Glück in diesem Leben zu finden, heilig zu werden, wie sie es geworden ist. Warum das so ist? Weil wir es auch in der ersten Lesung ansatzweise gehört haben. Die große Vision des Johannes, der es seinen Jüngern erzählt in der Niederschrift, was er so gesehen hat. Und diese große Vision von einer Frau, die von einem Drachen verfolgt wird, spricht nicht so sehr von Maria wie von dem Volk Gottes, weil diese Frau im Buch der Offenbarung des Johannes steht für das Volk Gottes, für das Volk, das auserwählte Volk, also für die Kirche. Maria ist auch ein Bild der Kirche, sozusagen ist es auch ein Bild von ihr. Aber was erzählt uns da der Johannes eigentlich? Naja, dass die Kirche Gottes, also diese Frau, bedrängt wird. Und es ist nicht nur das Bild von den Verfolgungen, die über die frühe Kirche hereingebrochen sind, auch über die Verfolgung, die über die Kirche in dieser Zeit anbricht, nicht in Europa, gelinde wohl bemerkt, weil dass wir manchmal unsere Schwierigkeiten, unseren Glauben in der Öffentlichkeit auszutragen, das ist keine Verfolgung. Man braucht sich da nichts vorzumachen. Verfolgung ist im Nahen Osten und woanders in Afrika. Das ist Verfolgung. Dafür ist es ein Bild, aber nicht nur, sondern auch für die persönliche Nachfolge eines jeden von uns. Hast du schon mal Zweifel gehabt an Gott, an seine Liebe, an seine Barmherzigkeit? Dann ist es auch ein Bild für dein Leben. Weil diese Verfolgung, die diese Frau im Buch der Offenbarung leidet, ist auch ein Bild für unseren geistlichen Weg, für mein und dein, für den Weg der Kirche. Wir müssen nicht alles perfekt machen. Wir dürfen uns manchmal flüchten in die Wüste, wo wir Gott vielleicht hier oder dort ganz ferne sind. Aber wo wir an diesem Bild auch sehen, Gott einer ist, der uns nicht alleine lässt. Er ist ganz nahe, diese Frau, die da sich versteckt. Der versucht, ihr Hilfe zu leisten und sie wird gerettet, so dass sie auch ihr Kind gebären kann und dieses Kind in Sicherheit gebracht wird. Und das ist nicht das Bild von Jesus und Maria, sondern von der Kirche und ihren Kindern. Dass wir, wenn wir Christus nachfolgen, trotz unserer Unzulänglichkeit, trotz unserer Probleme im Glauben, trotz unserer Zweifel, trotz der Wüste, die uns manchmal in unserem Glaubensleben begegnet, dass wir auch dazu fähig werden, andere zu begeistern und geistliche Kinder hervorzubringen, neue Menschen zu neuen Christen machen, kurz gesagt. Und so gesehen, wenn Maria auch für die Kirche steht, weil sie ist auch ein Bild dafür, sind wir
so wie sie, ganz. Wir dürfen in uns den tragen, der das Heil gebracht hat, Christus, unseren Herrn. Und das geschieht in jeder Messe, wenn du zur Kommunion kommst. Dann bist du wie Maria, ein Mensch, der den Christus in sich trägt. Gott selbst kehrt in einem ein, in der Kommunion. So bist du schon wie sie, nicht irgendwie abgehoben. Du kennst dich selber sehr gut, ich mich auch. Und ich weiß, welche Sünden ich in mir trage und welche Schwächen ich habe. Und trotzdem kommt Christus zu uns und er macht mich und dich zu einem wahren Menschen, wie er das mit Maria gemacht hat. Und wenn wir das im Evangelium hören, dieses sehr schöne Bild, wo Maria Elisabeth besucht und das Kind in Elisabeth, der Johannes, ganz erregt wird von dieser Begegnung mit Maria und Jesus, wo er in ihrem Leib sich bewegt und so hüpft, so ist es auch ein Bild für mich und für dich. Wir sollen auch solche hüpfenden Kinder werden in der Nachfolge Christi. Und das bedeutet einerseits, dass man die Freude an der Begegnung mit dem Herrn auch zutage legt. Ich kenne zwar nicht persönlich, aber ziemlich gut einen Benediktiner, der ist bei Krakau und er hat, das sind ziemlich harte Worte, aber das ist ein Spruch, den er geprägt hat in meiner Heimat, dann, dass wenn dein Gesicht wie ein Friedhof ist, kannst du das Evangelium nicht verkünden. Und so sollen wir die Freude, die wir vom Herrn empfangen, auch wenn es manchmal eine trockene Zeit ist, du kennst diese Momente, wo der Herr dich beschenkt hat. Trage es nach außen, zeige es den anderen, dann wirst du das Evangelium verkünden können, wie Maria es gemacht hat. Die hat nichts gesagt. Die war sicher hundemüde nach dem Marsch zu Elisabeth. Und trotzdem konnte sie ihr Freude schenken. Und so sollen wir Christen sein, trotz dessen, was unser Leben manchmal schwierig macht, die Freude bei dem suchen, der alleine sie schenken kann. So werden wir alle in den Himmel aufgenommen, nicht irgendwann, sondern hier und jetzt, weil du bist auch dazu fähig, diesen Himmel, dieses Reich Gottes anderen Menschen zu eröffnen, durch deinen Einsatz für sie, durch die Verkündigung des Evangeliums, wie du sie in deinem Leben machen kannst. Maria ist vor allem nicht eine abgehobene Gestalt. Sie ist die erste und wichtigste Jüngerin Christi. Sie hat diese Botschaft, die er in diese Welt gebracht hat, ganz verstanden. Jeden Buchstaben. Für manche hat sie länger gebraucht, aber letzten Endes sehen wir das an ihrer Vollendung, dass sie eine ist, die ganz in der Nachfolge Christi gestanden hat. So ist das heutige Fest, neben dem ganzen Volkstümlichen, was auch dazu gehört, wir werden auch heute am Ende dieser Eucharistie Kräuter segnen, neben dem ganzen Verehrung Mariens als eine, die uns in seinen Schutz nimmt, als eine, die Gott ganz nahe ist, auch ein Fest für mich und für dich, für die, die in der Nachfolge Christi stehen, weil wenn man sich Maria anschaut, kann man an ihr erkennen, wenn ich und dich Christus nachfolgen, sind wir Gott ganz nahe. Und das ist meistens viel einfacher, als man sich das vorstellt. Das, wonach unser Herz sich sehnt, nach der Vereinigung, die Vereinigung mit Gott, das ist ganz einfach zu erreichen. Man muss nur Christus nachfolgen im Alltag, wie es Maria gemacht hat. Die hat kein einziges Wunder vollbracht zu ihrer Lebzeiten. Kein einziges. Und trotzdem ist sie ganz in der Nachfolge Christi gewesen. So brauchst du auch keine Wunder vollbringen, sondern tu das, wozu dich Jesus einlädt in deinem Leben, mit deinen bescheidenen Möglichkeiten oder deinen großartigen Möglichkeiten, je nachdem. Und mache, wozu er dich einlädt. Dann wirst du es erleben, den Himmel in dir, und du wirst auch den Himmel wie Maria
ihn zu Elisabeth gebracht hat, auch anderen Menschen eröffnen. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt.